So gebrauchen Sie das GL50 richtig. Beachten Sie Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Entfernen Sie den Batterieisolationsstreifen. Stellen Sie mit Plus und Minus die Jahreszahl ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit Ein-Aus. Tages-, Monats-, Stunden- und Minutenanzeige, Signalton und Hintergrundbeleuchtung in gleicher Weise einstellen. Der Messvorgang. Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe. Legen Sie die Nadellanzette in die Stechhilfe ein und drücken Sie sie fest. Entfernen Sie die Schutzscheibe der Lanzette. Für eine Blutentnahme an der Fingerbeere setzen Sie die Kappe auf die Stechhilfe. Stellen Sie die Einstechtiefe durch Drehen des Rädchens ein. Spannen Sie die Stechhilfe. Stecken Sie einen Teststreifen mit den Kontakten voraus in das Gerät. Es schaltet sich ein. Erscheint das Teststreifen und das Tropfensymbol, ist das Gerät messbereit. Ihre Hände müssen sauber und trocken sein. Setzen Sie die Stechhilfe an und drücken Sie den Auslöseknopf. Befüllen Sie den Aufnahmespalt vollständig mit dem Blutstropfen. Das Gerät beginnt rückwärts zu zählen. Der Messwert kann abgelesen und markiert werden. Eine spätere Markierung ist nicht mehr möglich. Für vor der Mahlzeit einmal Minus drücken. Für nach der Mahlzeit zweimal. Für allgemeine Markierung dreimal Minus drücken. Ziehen Sie die Kappe der Stechhilfe ab. Stechen Sie mit der Nadelspitze vorsichtig in die abgedrehte Schutzscheibe. Bei gedrücktem Auslöseknopf ziehen Sie dann an der Spannvorrichtung. Setzen Sie die Schutzkappe auf die Stechhilfe. Schalten Sie das Gerät aus. Es können Einzelwerte oder Durchschnittswerte abgefragt werden. Eine Auswertung via Software ist mit Beurer Glucomemory oder dem Health Manager möglich. Schließen Sie dazu das GL50 direkt an. Bleiben Sie gesund!